Und dann schauen wir mal, ob es eine Falle ist oder... Oh ne, es sind nur schwarze Goblins. Dafür sehr viele. Müssen wir möglichst schnell niederschlagen, weil die können gut wehtun, wenn sie uns umkreisen. Ja, genau ihr. So, ein haben wir. Zwei. Und... Na komm schon. Oh, die sind so flink. Drei. Vier. Na komm. Immer noch nicht vier. Jetzt vier. Fünf. Na gut, selbst wenn sie uns umkreisen, sind sie nicht wirklich so gefährlich, wie wir dachten. Aber das ist ja auch gut zu wissen. Jetzt schauen wir mal, ob irgendeiner von denen Albernach dabei hat. Bisher haben wir nur jede Menge Nagelkeulen gefunden. Nö. Dann werden hier wohl irgendwo mehr schwarze Goblins sein. Da ist ja schon einer. Genau. Noch eine Nagelkeule und nichts dabei. Oh, hier ist dann wohl so ein richtiger Goblin-Stamm. Und nicht so eine kleine Höhle, wo wir waren. Aber das kriegen wir auch hin. okay. Was, das sind die Buße. Na komm schon. Schön einzeln rauspicken. Niederschlagen nächsten. Niederschlagen nächsten. Ach du. Na komm. Gut, dass wir die Rüstung haben. So, stirb, 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 stirb. Das werden jede Menge Nagelkeulen. Er hätte uns ruhig mal warnen können, dass hier 3 Dutzend schwarze Goblins sind. Und nicht ein paar. Da ist doch schon bestimmt ein Dutzend getötet. Na komm. So, das müsste langsam alle gewesen sein. Du noch? Boah, sind das viele. Ah, es waren locker ein Dutzend. Ganz, ganz viele Nagelkeulen. Da wird sich irgendein Schmied freuen. Oder auch nicht. So, die nehmen wir aber alle mit. Denn Erz können wir immer gebrauchen. Und werden wir damit im Notfall nur die Barriere sprengen. So, und irgendwo hier drin werden sie wohl auch ihr glitzerndes Zeug lagern. Oder ihre wertvollen Sachen. Den Abschnitt der Hülle müssen wir jetzt erstmal nur finden. Ah, das sieht doch gut aus. Eine Fackel, ein Erzbrocken, ein paar Pfeile. Spruchrolle schon eher was. Was haben wir hier? Einen richtigen Streitkolben und Tränke. Ah, die können sogar mechanische Schlösser bedienen. Na gut. Der Almanach. Da schauen wir doch gleich mal rein. Vielleicht können wir davon auch noch irgendwas lernen. Und links? Oh, gar nicht abgeschlossen. Hm, na gut. Also, wir gucken jetzt nach. Wo ist der Almanach? Da ist der Almanach. Gebündelte Macht. Fokussierung der Steine. Nein, damit können wir nicht wirklich was anfangen. Also raus hier. Oh, da lagen noch ein paar Nagelkeulen. Die nehmen wir mit. Und dich auch. Und jetzt können wir raus. So, jetzt stellen wir den Typen mal zur Rede. Weil okay, wir haben nicht wirklich viel Schaden bekommen. Die haben uns auch nicht viel antun können, aber trotzdem. Genau du. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Hm. Wir könnten ihn aber niederschlagen und so zurück ins Lager gehen, oder? Hm. Na gut, wir sollten uns das nicht unnötig mit dem Sumpflager verscherzen. Wenn die wirklich so einen Halbgott gleich beschwören, dann wäre es gut, wenn wir auf deren Seite stehen. Und mal schauen, ob das das Einzige ist, was sie brauchten. Wahrscheinlich kommen wir jetzt zu Korkalom, geben ihm das Buch und dann sagt er,
Ach, ich bräuchte da noch so einen Zahn von einem Drachen und was weiß ich. Aber muss ihm eingestehen, hat uns jedes Mal gut bezahlt, in Anführungszeichen. Also diese 50 Erz waren natürlich ein Lacher für den Fokusstein. Aber danach haben wir mehrmals Heiltränke von ihm bekommen. Und sogar recht gute. Also es ist immerhin ein Ticken besser als im alten Lager. Was aber auch nicht wirklich schwer ist. So, und du kriegst den Almanach aber gleich nicht. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass wir gleich im Sumpflager ankommen, er hier den Almanach haben will und den zu Kolkolom bringen. Das werden wir aber auf keinen Fall zulassen. Machen wir schön selbst. So, also, wir müssen gleich wieder mal zum Kräuterhändler. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja, darauf achtest du wirklich sehr. Also, Kräuterhändler. Bisher sind wir mal rechts rumgegangen. Aber das scheint nicht der schnellste Weg zu sein. Wo hatte Lester uns lang geführt? Das war hier rum und dann gleich links, oder? Ja, probieren wir mal links. Da sind wir zwar ziemlich nah an dem Tempeldingens dran. Oh, wir sind sogar genau an dem Tempeldingens dran. Na gut, biegen wir einfach hier scharf rechts ab. Und schauen, wo wir jetzt rauskommen. Sieht nicht so gut aus. Obwohl, doch, hier sind wir richtig. Hier ist der Kräuterhändler. So, hoch da. Als für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Und dann mal schauen, ob wir jetzt wirklich noch einen neuen Auftrag bekommen oder ob endlich diese Beschwörung stattfindet. Ich höre nicht mehr auf das. So, Kolkolom, wir haben da was für dich. Was willst du? Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Ah, diese Nacht schon. Na gut. Er verlässt die Hütte. Ah, er hat ja wohl was zu tun. Dann schauen wir uns doch mal die Truhen an. Rechts nicht. Links auch nicht. Na gut, die kriegen wir schon mal nicht auf. Und die hatten wir schon mal auf, genau. Da war das Rezept drin. Schade, schade. Und sonst können wir hier nichts mitgehen lassen. Und er hat auch kein Bett hier, wo wir uns bis zur Nacht ausruhen könnten. Das ist schon ärgerlich. Aber dann suchen wir uns einfach unten ein Bett, auch wenn wir dann wahrscheinlich gleich angepöbelt werden. Aber von denen dürfte keiner wirklich in der Lage sein, uns herauszufordern. Also sind wir einfach so dreist. Meckert sogar keiner. Das ist doch auch mal eine nette Abwechslung. So, bis abends schlafen. Und jetzt, bevor das da losgeht, gucken wir uns mal kurz die Waffe an, die wir bekommen haben. Das war genau der gleiche, der Steinbrecher. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, wir haben nicht wirklich viel Erz verloren, dadurch, dass wir es gekauft haben. Aber, Oh, ist ja gut was los. Oh, sollen wir etwa da mit hoch? Na gut, wir haben ihnen sehr geholfen, aber so eine Ehre. Na gut, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Was willst du? Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Was willst du haben? Wir können uns wieder was aussuchen. Mana-Trank, Erz oder eine Spruchrolle.
Nimm doch mal das Erz. Gib mir Erz. Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Unsere Gier nach Erz kannst du nicht zufriedenstellen. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Aber anscheinend geht's doch nicht los. Ha, jetzt wo Iberion hier draußen ist, schauen wir doch mal ganz kurz in seine Gemächer. Es scheint ja eh noch nicht loszugehen, der Beschwörung. Also haben wir Zeit, uns ein wenig umzuschauen. Hihi. So, seine Frauen hier werden bestimmt auch nichts dagegen haben, wenn wir was mitgehen lassen. Ganz im Gegenteil. Okay, links geht schon mal nicht, rechts ist gut. Nochmal rechts, nicht. Also rechts, links, links. Okay, rechts, links, rechts, rechts. Ah. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Boah. Zwei Mana-Tränke, Fleisch, was zu rauchen und Erz ist immer gut. Dafür haben wir aber auch 5 oder 6 Dietriche verbraucht, also mal eben 60 Erz. Aber hat sich trotzdem noch sehr gelohnt. So, hier haben wir noch eine Kiste. Links. 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 Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts, links, links. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Heiltränke, Mana-Tränke, Fleisch, wieder was zu rauchen und ein bisschen Erz. Ich sehe ein Muster. Oh, und sie hat dabei in Seelenruhe zugeguckt. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ich darf auch nicht seine Sachen stehlen, damit hast du trotzdem kein Problem. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Na ho, was zu lesen. Was liest denn der gute Iberion so? Nichts, was wir verstehen können. Gut. Dann nehmen wir die Truhe hier auch noch mit. Links, links, rechts, links, rechts, links. Ah, schade, fast vollständig erraten. Links, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, links. Boah. Das war die bisher schwierigste Truhe, die wir gefunden haben. Aber es scheint sich gelohnt zu haben. 3 extrem starke Heiltränke. Mana-Tränke, ganz viel Fleisch, ganz viel zu rauchen und ein bisschen Erz. So, und jetzt dürfte es spät genug sein, um den Schläfer zu beschwören. Wenn es wirklich klappt, kommen wir so oder so in die zerfetzte Hölle. Ob wir jetzt hier was geklaut hätten oder nicht. Also sollte man die Chance auch gleich nutzen. Ja, dunkler ist es schon mal. Und alles leuchtet so grünlich, das ist unheimlich. Aber es scheint immer noch nicht loszugehen. Oder wir müssen doch uns hier unten einreihen. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt, um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Thank you.
Meister, was ist passiert? Ja, Meister, was ist geschehen? War es der Weg in die Freiheit? Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Hulala. Na gut, Orks. Das könnte übel enden. Speichern wir mal kurz ab. Dreißig.